Das ist ein ziemlicher Abstieg, aber du bist irgendwo hinter mir. Uah, was passiert denn? Was passiert denn? Wow, ist der leise. What is that? Wow. Okay. Hier durch die Kurven. Sind wir noch in der Einführungsrunde? Hätte ich warten müssen? Wäre ich disqualifiziert? Weiß ich nicht. Weil ich in der Safety-Car-Runde überhole? Da ich gerade gelobt wurde, dass das ein echt guter Start war, eigentlich nicht. Hast du die Schwierigkeit gerade sehr weit runtergestellt? Nein. Der fährt sich ganz anders als der Heckantriebler. Vielleicht wenn KI da ist. Wow, der zieht in den Kurven aber richtig weit raus. Das war. Das ist hier anscheinend bei dem das Problem. Und die Anzeigen sind falsch rummontiert. Gleich im Ziel? Bitte was? Gleich im Ziel? Bin ich wohl doch nicht Erster, bist du Erster? Ja, Okay. ich bin in der letzten Kurve. Ich fahre gerade dahin, zu den letzten beiden. Da kannst du mich noch einholen. Bei dem Ding kannst du aufs Gas Oh! geben, ohne dass man sich rausdreht. Ich habe gerade die Gummihütchen an, aber eins ist mitfahren wollen. Ich bin am Ende. Ich sehe dich nicht. Das Ding ist ja richtig geil. Du musst gleich mit dem Heckantriebler fahren. Ich bin mit dem deutlich schlechter in den Kurven. Das Gefühl, das Ding ist sehr langsam, aber ist es glaube ich gar nicht. Was ist die Geschwindigkeit? Cool. Ich meine, ist ja auch eigentlich egal, solange man vorne ist.
Vor allem mit dem, den kannst du nach den Kurven auch einfach auf den Gas gehen. Mit dem anderen konntest du es nicht. Ah ja, und der ist tatsächlich, man sieht da voll die Vorderachse. Gehst wieder auf die ersten Kurven zu? Die letzten. Ja, meine ich, Entschuldigung. Dann holst du mich, glaube ich, ein. Okay, dann konstant geblieben. Ja. Also der Abstand ist gerade konstant mit deinem Abfliegen. Just 5 seconds now behind the leader. Keep pushing and try and take this win. Keep pushing. Ja, jetzt bin ich abgeflogen. Wow! Ich dachte, du holst mich ein. Oh. Ne, so fahre ich die ganze Zeit. Sonst fliege ich aus den Kurven. Ich fliege mit dem Ding eigentlich nur raus. Guck mal. Oh, wir können mich immer runter. Was machen die da? Wie gesagt, die fahren jetzt wieder. Stay sharp and focus now. There's some traffic ahead as the leader's going through some back markers. Look for a chance to take first place. Jetzt geben sie Gas. Oh, doch nicht. Pass auf. Die haben auch gemerkt, dass die Dinger gemütlich sind. Habe ich ein Lenklimit für die Kurven drin? Weil in den Kurven habe ich das, also ich kann nicht so, dass ich anfange zu driften mit dem. Ja. Ah, mein Aufhänger ist kaputt. Fuck. Ich habe einen Platten. Oh. Wahrscheinlich vielleicht deswegen der Limiter. Wow! Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich bin ultra schnell auf einmal. Ohne dass ich Gas gebe. Ah! Fuck. Gas wieder kaputt? Nee. Der Controller? Nee, als wenn irgendwie Physics irgendwie hinter mir irgendwas quasi, weißt du, in der Hinterachse verfängt sich ein kleiner Pylon und beschleunigt mich. Okay. Wie auf Eis gerade, ich bin auch seitwärts gefahren. ja, komplett kaputt. Okay. Nee, ich bin raus. Was ist jetzt? Ja.
Deine beste Runde ist auch 10 Sekunden besser als meine. Ich weiß nicht. Oder wie viele Runde bist du? Runde 4. Last lap now. Keep focused. We can win this. Keep it clean and tidy all the way to the flag. Ja. Du bist bei 2,19. Und ich bei 2,26. Ja, das sind ja klassische EP-Cars. Vielleicht noch links ausgehen. Also nicht so dolle Druck. So Steildruck. Vielleicht haben die tatsächlich so einen Flippelzack. Aber du kamst da besser rum als ich gerade. Ja, also guck mal, hier in den Kurven bin ich jetzt bin ich außen. Da bin ich raus gerade, da ist mir einer reingefahren auch gerade. Also flex mit Lenkrad oder so, aber... Und hier hat Physik angefangen zu spinnen. Nee, du kommst eindeutig besser rum als ich, als wenn du 10 Grad mehr Lenken hast. Ich guck mal in die Option bei mir. Gleich. Er ist wieder voll in die Eisen gegangen. Ich habe auch morgen zugemacht, oder? Die bremsen irgendwie 100 Meter vorher, die das sind. Und tuckern dann langsam durch die Kurve. 190, 200. Jetzt bremst du. Ja. 180, 190, 190. Komm. Ah, das stimmt, du hast gewonnen. Irgendwie so knapp Richtung 220 und das schon unter der Wetterampel über immer die es geschafft hat bei diesem Fahrzeug, das nur einen Gang hat, den schnelleren Gang. Und die mir voll reingefahren ist. Genau, und meine ärgste Konkurrenz für mich ausgeschaltet hat. Okay, machst du neu auf gleich? Jo. Tatsächlich doch direkt. Eine andere Strecke.